Moin, meine kleinen Schnittchen, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge. Alter Schätzen, heute mit unseren Kandidaten Dennis Brammen und Sebastian Lenzen. Wart ihr schon jemals in einem Team zusammen? Weiß ich gar nicht. Okay, ja, gut, dann Christian? Delivert jetzt mal. Ja. Ihr kriegt wie in jeder Runde, in jeder Folge 100.000 Startpunkte von und müsst jetzt versuchen, Alter zu schätzen. Ja, von erstmal 5 verschiedenen Personen. Ihr könnt euch dann immer einen Hinweis holen, indem ihr einen der Joker nehmt, ja, entweder ein Lied, Star, Ereignis, Lupe oder Film und aus dem Geburtsjahr der gesuchten Person und ihr müsst auch dementsprechend das Geburtsjahr herausfinden. Ja, und ich würde einfach sagen, wir starten einfach direkt rein mit dem ersten Bild und das ist der gute Mann hier. Kennt ihr den? Ich bin jetzt schon raus, ich hab keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Sieht aber aus wie ein Schauspieler aus irgendeiner Serie. Nee, hab ich nicht gesehen. Nee, hab ich nicht. Okay. Nee. Ist ein Bild aus 2016. Okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen umrechnen. Ja, ja, klar. Also plus 4, 5 Jahre. Wir sind Geburtsjahr, oder sagen wir, wie alt er ist. Ich möchte das Geburtsjahr von euch wissen. Also 1918 wäre ein Geburtsjahr. Ja, ja, okay. Weil es kann ja sein, weißt du, dass der Geburtstag hat in der Mitte des Jahres, dann ist das immer ein bisschen schwierig zu erkennen. Also für mich sieht der aus wie, keine Ahnung, Ende 30, Anfang 40. Ja, mach mal ein bisschen größer. Ja, genau. Oh. Okay. Das war sehr nett. Dieses Zoom. Wir nehmen die Lupe zwar trotzdem, aber war trotzdem ein netter Hint. Ja, ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber okay. Ja, ich darf nicht scrollen, offensichtlich, zu vergrößern. Boah, gute Frage. Ja, so Ende 30, 40. Also es ist ein 2016er Bild. Jetzt, wo ich die Grübchen so ein bisschen am Auge sehe, vielleicht doch eher so Anfang 40. Ja, puh. Ich würde 42 sagen. Ja, das irgendwie sowas. Auf dem Bild, die Joker, aber, ne? Ja, plus 5 Jahre Bild, dann noch. Ja. Die Joker wären eben ein Lied aus dem Geburtsjahr, ein anderer Star, der genauso alt ist und aus demselben Geburtsjahr kommt, ein Ereignis aus diesem Jahr, ein zweites Bild von der gesuchten Person oder ein Film aus diesem Geburtsjahr, aus seinem Geburtsjahr. Ich glaube, ich würde nehmen anderer Star, Bram, oder? Ne, wir haben doch schon die Lupe genommen. Weiß ich nicht. Du bist doch angezoomt, oder nicht? Nee, die Lupe ist Standard. Nein, die Lupe ist ein anderes Bild, Bram. Du kannst immer zoomen, wenn du willst. Du darfst immer zoomen. Ah, die Lupe ist ein anderes Bild von der Person, von Herrn Mark Shepard. Okay. Also. Ja, such dir einen aus. Mir ist das leider. Ich würde eine andere Person nehmen, weil ich glaube, so Anfang. Also, festgelegt, wenn wir voll daneben liegen, sehen wir das jetzt. Die Person kennt ihr, den anderen Promi. Das sag ich schon mal. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja, geil. Okay. Macht das besser. So. Ist das Scooter? Ja, das ist HP Baxter. Von Scooter. So, das ist der zweite Hinweis. Das heißt, die Lupe ist raus und ihr habt ab jetzt eine Minute Zeit, um mir das Geburtsjahr zu nennen. Ja, okay. Also der ist auf jeden Fall schon über 50. Das weiß ich. Der war in den 90ern, sagen, war der so Mitte, Ende. Ja, der muss irgendwie 60er Jahre sein. 20, ja, dann müsste der so wirklich Anfang 50 sein, Ende Mitte 40. Mitte 50. Nein, der ist auf jeden Fall über 50. Der hat vor ein paar Jahren schon seinen 50. gefeiert. Ah, echt? Das weiß ich von Dujoko und Klaas, ja. Okay, das heißt, wir sind jetzt. Ich weiß halt nur, keine Ahnung, 53, 54. Das war 52, ja, 64, oder? 25 65, Sekunden. 52 wäre dann 68. Ne, wir sind 21, ne? Ja, 68er Jahrgang, je nachdem, wann der Geburtstag hat. Wir sind noch Anfang des Jahres. Ja, dann lass mit 10. 68 gehen, finde ich ganz okay. Ja, ich hätte älter gesagt, aber okay, nehmen wir 68. Ja, der andere sieht halt nicht so alt aus, das triggert mich schon ein bisschen noch. Scooter ist schon über 55, glaube ich sogar. Einigt euch bitte jetzt. Ja, haben wir doch, 68. 68, ja, okay. Gut, also für jedes Geburtsjahr, was ihr jetzt falsch seid, gibt's 1000 Punkte Abzug. Bei dem nächsten Star 2000 Punkte pro Jahr, beim nächsten 3000 Punkte pro Jahr. HP Baxter oder Mark Shepard sind geboren im Jahr 1900. Die 60er sind schon mal gut.
64, das sind 4000 Punkte Abzug. Also, kommt jetzt auf 96. Alter, wie gut hat sich der andere denn bitte gehalten? Krass. Das ist schon was. Ja, also, ja, das ist dann umgerechnet, dann 56, ja. Also der andere sieht halt... Okay, wer ist denn da der Nächste? Ich weiß zumindest, aus welcher Serie das ist. Ah, der ist das. Okay. Kenn ich wieder nicht. Doch, den kenne ich. Das ist ein, aus welcher Serie ist der? Auf der Schulter, Alter. Was eine Flasche Forstwasser. Ja, was macht er denn für eine Werbung? Das ist der Schauspieler aus Tote Mädchen lügen nicht? Rose Butler. Oder Ross Butler, richtig. Korrekt. Das ist unter anderem bekannt aus 30 Reasons Why. 32, sage ich, ist der. Boah, wen spielt der denn da nochmal? Wie heißt der denn nochmal? Zack. Zack, den Footballer, den... Ja, den, ich gehe mir auf den Sack-Charakter. Ich sag 88. Der säuft nachher nur noch in der Serie. Jo. 88, also so unser Jahrgang, meinst du? Ja, der ist leicht graue Schläfen, könnte sein, aber ansonsten sieht er nicht die Stirn von dem anderen, der in der 50 war, war schon deutlich faltiger. Jetzt muss er natürlich noch hinweisen, dass er diesen leicht asiatischen Touch noch hat. Das stimmt, die sehen dann immer jünger aus, ne? Ja, aber der sieht... Und er hat schon richtig Bartwuchs, ne? Das ist für einen Asiaten, da muss er auch schon ein bisschen was älter sein. Dann Moment, weiß ich nicht, ob das weiß das doch ist. Gar nichts, oder? Doch, die glaub, Asiaten haben doch meistens ein bisschen weniger Bartwuchs. Also nicht gut, so. Das, nicht das so weiß viel. Ich halt nicht. Aber ich wollte mich eher darüber lustig machen, dass der voll den Frankenstein-Kopf hat. Der ist ja mega lang. Nee, die Friese ist halt. Durch die Friese. Ja, aber das ist lustig. Sieht lustig also aus. Ich bin da bei Bram. Irgendwie aber so. Wir müssen Mitte 30. Nehmen, ne? Warte mal. Anfang 30. Ja. Irgendwie so. Ja, ihr sollt natürlich einen Joker nehmen. Ja, dann nehmen wir. Ich suche einfach aus. Was hatten wir gerade? Entschuldigung, wir hatten gerade einen anderen Star. Ja, also gerade die Lupe weg, war. Lead, okay. Star, Ereignis oder... Ja, dann nehmen wir Lead. Scheiße, die Lupe ist natürlich noch da. Der Star ist weg. Entschuldigung. Der Star ist weg, okay. Ich hab das falsch für euch weggestrichen. Kein Problem, dann nehmen wir die Lupe. Die Lupe, ein zweites Bild von Ross Butler. Ah. Bitteschön. Das bringt uns ja null. Ja, safe ist der nicht so alt. Das Bild ist aus 2020, beide. Von Ende 2020. Beide Bilder. Ja, dann wäre ich immer noch bei Anfang 30, Sepp. Ja, wäre ich auch. Lass mit 88 gehen. Ja, gut. Ich hätte jetzt eher einen Film oder Ereignis genommen, weil da kennen wir uns vielleicht noch besser aus. Ja, 88. Aber Sepp, die späteren Dinger sind mehr Minuspunkte. Ja, das stimmt. Da sind die wichtigen Tipps doch besser. Das stimmt. Das ist ein unnötiger Tipp, der uns nachher nicht so viel bringt. Das ist richtig. Also, ich kann doch ja erst das andere Bild zeigen, wenn ihr nochmal wollt. 88. Ihr seid zufrieden gut. Schon? Okay, ja, okay. Ja, ich glaube schon. 1988, ja, pro Geburtsjahr, dass ihr falsch liegt, gibt es 2000 Punkte Abzug. Hier werden wir auch leider wieder abziehen müssen. Ja, aber nicht viel. Wenn ihr übrigens 2000. Richtig liegt, gibt es 500 Punkte, die euch nicht mehr genommen werden. Bis zum Ende des Spiels. 1990 ist der gute Ross geworden. Ja, ist okay. Das sind wieder... Und dann waren wir 4000 mit Punkte Abzug. Ist okay. Aber noch im Rahmen. 2 Jahre ist okay. Ich auch. 2 Jahre ist gut. Das ist nicht nur okay. Das ist super. Das ist perfekt. Außer das eine Spiel, wo Christian komplett durchgerockt hat, ist das voll gut. Okay. Okay. Pass auf. Ich habe aber noch einen neuen für euch. Ja? Kennt ihr den? Nicht. Nee. Das ist bestimmt ein Boxer. Bram, der sieht alt aus. Ja, 60. Kennt ihr? Also der hat schon richtig krasse Flecken. Ist das ein Film? Warte mal, ich muss mal herausfinden, was das kurz ist, während ihr redet. Wie heißt der denn? Das ist eine Fernsehserie. Ja, er spielt eine der Rollen, Cobra Kai. Ach, er ist Cobra Kai, cool. Ist Cobra Kai. Hab ich schon mal gehört. Nicht. Das ist Martin Cove oder Cuff. Cobra Kai, sagt mir Alter. Auch nichts, aber Cobra Kai heißt die Serie. Alter. Also ich würde auch sagen, der ist über 60. Ja. Ja, komm hier, such dir mal aus, Sepp. Einen geilen Joker. Ja, aber guck mal, was gab es noch? Es gibt noch Lied, Film und Ereignis. Lied auch nicht. Warum bringt uns denn Lied und ein Film nichts?
Also ich wüsste nicht aus, ne, 60 Jahre her, das wäre 1950. Keine Ahnung, was für Lieder 1950, nee, 60 so liefen. Würde mir überhaupt nichts, könnte ich überhaupt nicht sagen. Dann nimm halt ein Ereignis. Warte mal. Also Liedereignis für, Lupe hattet ihr, Liedereignisfilm. Ich guck mal, was ist denn. Wie Mondlandung ja, oder so. Ja, ich will euch jetzt da nicht reinreden viel, aber ich würde euch einschätzen, dass ihr vielleicht mit dem Lied am ehesten was könnt. Aber Ereignis könnt ihr auch sehr gerne nehmen. Puh. Ereignis hat was mit Sport zu tun. Ja, mega. Sucht ihr aus, mir ist das egal. Weil das ist halt random, Lied. Wir haben keine Ahnung, weißt du. Also deswegen ist mir das Latte. Ja, lass das Lied nehmen. Auch wenn mir das wird mir überhaupt nichts bringen. Es kommt was von den Beatles oder so ein Scheiß. Ja, oder kommt irgendwas, das kommt, kein Mensch wäre aber nicht schlecht, weil da könnte ja, wüsste ich aber zuordnen. Trotzdem nicht. Keine Ahnung, wann die Beatles. Also ich kann es nicht mitsingen. So viel muss ich schon mal sagen. 5 Minutes More. Was? Von Frank Sinatra. Oh Mann, Alter. Das sag ich doch. Die anderen Tipps wären. Alter. Die anderen Tipps wären also. Ja, okay, Frank Sinatra immerhin. Das heißt 50er Jahre. Hätte ich jetzt auch gesagt. Warte mal, wenn Jay sagt, das Sportereignis, das wüssten wir nicht. Aber guck mal, Deutschland ist auch 54, ist ja auch Deutschland die Weltmeister geworden, ne? Das ist ja, nicht das. Als wenn Sepp, hast du das Spiel schon mal gespielt? Solche Tipps kommen nie. Das sind dann solche Tipps wie in Hamburg, da gibt es einen Sekunden Weg, ne, und der ist dann irgendwie gegründet worden oder so ein Scheiß. Ja, ich bin immer in den 50er Jahre. Wahrscheinlich tendenziell eher Ende 50er Jahre. Warte mal, du meinst also, der ist insgesamt wie alt? 62. Was? Ja, ich bin 32, der ist 30 Jahre älter als ich. Dann wäre es aber in den 50er Jahren. Doch, 58. In den 50er Jahren wäre der 58, 1958. Ich bin 88, 30 Jahre runter, ist 58. Die Zeit also, mir ist egal, nehmen wir mal drumherum. Das wäre mein Tipp. Wärst du bei 65. Ja, von mir aus sind wir auch 65, dann sind wir bei 55. Nee, Bram, ich frag dich nur. Ich versuch gerade durchzublicken. Und du hast gesagt 58. Ja, wenn ich halt 32 bin, plus 30 Jahre, ich bin 88 geboren, minus 30 Jahre ist 58. Bei 65 wären noch 3 Minus, also wären 55 dann. Wären 1955. Ich hätte gerne jetzt gleich das Ergebnis. Frank Sinatra, ja, das euren kommt Tipp? Aber ganz gut hin. Deswegen, nimm dein Alter deiner Wahl. Irgendwie so um den Dreh, würde ich sagen. Dann war der so 30 in seiner Serie, dann war der 85. Ja, das machen ja älter. Das Bild ist von 2019. Und dann 54. Das hab ich euch vergessen, dann sagen wir 1954, ein Jahr älter. Dann sind wir doch wieder bei Fußball. Ja, egal. Ist okay für mich. Das finde ich fein. Ihr seid für 54, ja? Mhm. Ja. Der ist wahrscheinlich noch älter. Nee, der ist jünger. Okay. 54. Wer noch älter wäre, sind wir ja schon fast 70. Teen. Ach, guck mal, was für Flecken der hat, ey. Wobei kann auch sein, dass der viel Solarium macht. Der andere Tipp wäre, die NBA wird gegründet. Keine Ahnung. Ja. Gut, danke, Jay. Das, also ein netter Tipp. Ah, ja, 1954 natürlich. Das war nicht in den 50ern. NBA wurde nicht gegründet in den 50ern. Oh. Ist das 60er? Martin Cove. Tut mir leid, wenn ich den jedes Mal falsch ausspreche, aber ich habe jetzt noch die verschiedenen Namen. Der Martin, ja, aus Cobra Kai. Ja. Er ist 1946 geboren. Oh was, so viel älter. Das sind 8 Jahre Unterschied. Und das ist schon viel. Das sind 24 Punkte Abzug. Das heißt, ihr kommt, wenn ich richtig rechne, 92 minus 24 sind 68. Sinatra ist schon 54, 5 Minutes More? Krass. Also ich hätte jetzt aber auch 50er Jahre gedacht. Naja. Also ja, wenn das so ist, dann ist das so. Frank Sinatra, ja. Aber das ist nicht die Zeit, wo ich mich auskenne, leider. Ich dachte immer, Sinatra wäre so 50er Jahre, wäre so sein Ding gewesen. Alle Serien, die ich hatte, deswegen war ich da so drauf versteift. Tut mir leid. Oh, den kennt ihr vielleicht. Oder vielleicht Bram. Jetzt kommt er. Hier, ich weiß, wer kommt. Ric Flair. Oh Gott, nein.
Ja, ne, weißt du ja, wie alt er ist. Es kommt jetzt François Cluzet. Oder Cluzet. Aha. Ah ja, ich habe einen Film mit dem gesehen. Was denn? Den hast du mal gesehen, den Film. Ja, den haben wir mal gesehen, okay. Wow. Er hat auch ziemlich beste Freunde. Ja, das ist der, im Rollstuhl sitzt. Ah. Ja, boah. Sepp, Film oder Lied? Ne, Lied, Film oder Ereignis? Er überlegt erstmal, bevor ihr wieder dann nur eine Minute Zeit habt, ja. Also ich würde den jetzt... Ach so, Moment, das heißt, jetzt können wir unendlich lange überlegen, aber ja, jetzt könnt ihr ein bisschen überlegen. Nach dem Hinweis steht hier drin. Ja, ah, lol! Okay. Ich hätte die ganze Minute Zeit. Ich hetze die ganze Zeit nur, weil ich denke, wir haben die ganze Zeit eine Minute. Nein! Nee, brauchen wir. Ja, nee, wir haben uns ja vorher immer festgelegt, auf was das, ja, passt. Dann schon, ist, aber dann ist ja easy. Ja, nee, dann machen wir jetzt mal einen ganz entspannten, Junge. Der ist, also der, boah, ist auch so 70, ja? Meinst du, ist auch schon 70? Ja, doch, schon. Also sehen sehen 70-Jährige so jetzt aus? Mit der geilen Finger. Moment, von wann ist, von wann ist gesehen, das Foto? Der Dude gerade war doch 2020. Auch 2020. 2020, okay. Der Dude gerade war auch. Ja, aber der 70. war Kampfsportler. Ja. Ja, und? Der nicht, der ist irgendein geiler Franzose, der viel Wein säuft und sich die ganze Zeit Baguette reinzieht. Also ich hätte gesagt, der ist zwischen 60 und 70. Ja, dann stimme ich dir aber zu. Das wäre also welches vielleicht Geburtsjahr, so circa? Ja, dann vielleicht halt so 66? Ja, wenn er 66 wäre, von mir aus, dann wäre ich jetzt 32 plus 34, ist dementsprechend 54. Hm? So wie gerade. Vielleicht war das unser Ding. Ereignis oder Film? Boah, ey, Film aus den Jahren, ne? Das ist so wie mit Sinatra. Ich kann da nichts beisteuern. Also, ja, nimm Ereignis. Dann halt ist auf jeden Fall, das sind schon bessere Sachen. Dann nimm Ereignis. Für dieses Zeitalter, was ihr da habt. Aber schwierig. Nimm Ereignis. Nimm Ereignis, ja. Komm. Na, besitzt einer von euch Walt Disney Aktien? Nee. Ich besitze Walt Disney Aktien, ja. Vielleicht hättet ihr da Ahnung von gehabt dann. Nee, aber das Ereignis beim kalifornischen Anaheim eröffnet Walt Disney den ersten Disneyland Vergnügungspark. Oh. Das ist das Ereignis. Oh. Ja, und wann war das? Wahrscheinlich auch so um den Dreh rum, wa? Vielleicht hättet ihr es gewusst, wenn ihr Aktien davon habt, möglicherweise. Keine Ahnung. 50er Jahre dann halt, ne? Ja, wann? Hätte ich auch gesagt, das passt schon ganz gut. Aber wenn wir da mittig gehen, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Vielleicht dann 55? Können, ja. 4000. Ist gut. Nehmen wir. Weil wir dürfen nicht so weit wegliegen. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ihr schon vorher auf 0 kommt. Ja, dann nehmen wir 55. Dann haben wir gewonnen, Jonathan. Dann haben wir durchgespielt. Ich weiß es halt nicht, Sepp. Wir nehmen 55. Wir nehmen 1955. So alte Sachen. Ich bin noch nicht so alt, Mensch. 1955. Ja. Bin ich mal halb so alt. 20 Sekunden Zeit. Ja, aber jetzt müssen wir dafür vorüberlegen können. Denn ihr seid ziemliche Profis. Ihr wisst nämlich hundertprozentig genau, wann Walt Disney in Anaheim den Vergnügungspark gegründet hat. Nämlich 1955. Nice. Damit habt ihr jetzt 68.500 Punkte. Und diese 500 Punkte nimmt man euch nicht mehr weg. Bis zum Ende des Spiels. Die werden immer ab Ende draufgerechnet. Boah, dass wir das jetzt mal geschafft haben, da hätte ich ja nicht mitgerechnet. Nice. Stark auf jeden Fall. Das war sehr, sehr wichtig. Wenn ihr das jetzt noch mal mit der nächsten Person macht, dann ist gut. Dann mit 68.000 Punkten geht es sich gut ins Finale, sag ich mal. Ja. Das ist halt unsere erste Dame. Ich glaube, das ist unsere erste. Ja, das ist unsere erste Dame, die wir jetzt haben. Kennt ihr sie? Ja, aus Grey's Anatomy. Wer ist das denn? Oh nein, 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 nicht! So eine Scheiße. Kenn ich noch nicht. Kenn ich noch nicht. Scheiße. Das ist Gillian Anderson. Bekannt unter anderem aus Sex Education. Habe ich nie gesehen. Also ich wäre auch komplett lost gewesen. Ich bin da raus. Aber die ist alt. Also ich hätte auch gesagt, die ist auch so. Bild ist aus 2020. Vielleicht ist sie ja doch nicht. Ich dachte als alles, dass Teddy Altman wäre.
Warte, ich guck kurz, wer Teddy Altman ist. Aus Grey's Anatomy, so heißt sie da. Teddy Altman. So heißt sie da? Also ich ja, hätte so heißt sie in Grey's Anatomy. Nicht in, wie heißt sie nochmal in echt? Teddy Altman, die kenne ich auch noch nicht. Okay, kommt noch irgendwann. Nee, das ist, glaube ich... Achso, Moment, warte mal. Teddy okay. Altman heißt der Charakter. Ja. Ja. Okay, warte. Teddy Altman ist gespielt von... Ja, ich muss das suchen. Okay, Bram, ich bin aber immer noch bei dem Alter, ne? Also die hat im Ausschnitt, sieht das ein bisschen, und am Hals sieht das faltiger aus, ne? Das Gesicht ist sowieso general überholt. Die Augen sind auch schon so ein bisschen gräulicher. Also ich glaube, die hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das ist Kimberly Raver, die du meinst. Also gerade am Ausschnitt sieht das so ein bisschen sehr faltig aus. Oder das ist einfach unvorteilhaft vom Licht. Tja, also könnte das dann dementsprechend... Jake, kannst du mal in den Ausschnitt bitte reinfliegen? Ah, das könnte auch das unvorteilhaft könnte auch vom... Ja, das könnte auch das Foto sein, wa? Aber... Aber den Hals, schon, man sieht schon Hals, so da ein bisschen ist da schon und du Lebenszeit siehst an den Augen, vergangen. An den Augen siehst du auch, das achte Mal Botox hilft da langsam auch nicht mehr. Tja, gute Frage. Also wir brauchen ist ja die, eh noch hin. Die ist über 50, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht so mit... Ja... Mit der Ende hier, 50? Wie heißt denn nochmal hier die eine, die... die Schauspielerin, die viel mit... ach, scheiße, die... Ist egal. Selbst die wenn die so ähnlich so aussieht. Die ist 55. Ja, hey. Wie heißt die denn nochmal? Hier, Teddy Altman, die ist auch ungefähr 55 aus Grey's Anatomy. Ja, okay, dann, ja, dann, wenn du sagst, die, ja, dann nehmen wir doch erstmal das. 55 wäre... So irgendwie roundabout die Ecke, wobei also die ist wahrscheinlich jünger. 65 geboren, so. Ja. Vielleicht. Okay. Was haben wir noch Geiles? Jetzt kommt der Film. Ihr habt jetzt natürlich den Film. 65 ist jetzt auch nicht so geil. Den kennt ihr, den Film. Geil. Selbst wenn du mit Dschungelbuch kommst, weiß ich... LOL! Vier Volls für eine Ave Maria. Nee, vier richtig. Für eine Ave Maria. Mit Terence Hill und Bud Spencer. Das kommt aber hin. Jetzt ist die 60er, Frage, wann 70er? Ist denn dieser Film entstanden? Das sind die Filme, die mein Vater geguckt hat. Also, mein Vater ist 61 geboren. Also muss die jünger sein. Schon, ne? Ja, das ist eher doch so 70er Jahre, oder? Oder Anfang, Ende 60er, irgendwie so da. Also Ende 60er, Anfang 70er hätte ich jetzt auch gesagt für Terence Hill und Bud Spencer. Terence Hill und Bud Spencer waren so 30 in ihren Filmen. Ja, und die sind jetzt gestorben. Bud Spencer ist gestorben auf jeden Fall. Da war der auch schon was älter. Also der war dann nochmal so 20 Jahre älter. Nee, ich bin ja schon 30. Nee, älter als sie. Ja. Ja der Film kam ja im Geburtsjahr raus. Ja, also 70er Jahre, passt das so? Vielleicht noch ein bisschen. Ja, so Mitte 70er dann eher. Oh, dann 73. Ja, kann ich mit leben. Ja, dann 73, gehen wir. Dann wäre die jetzt 48? Also puh. Knapp unter 50. Ja. Ja? Dann ist ja das Dekolleté echt fies. Gut. Aber 48 mit, kommt gut für Konflikte. Wir gehen mit 1973. 1973. Alter, die Minute stresst mich immer jedes Mal voll krass. Ja, ich bin wirklich so. Ja, ich mach da, geb euch ja im Zweifel auch mal 10 Sekunden mehr, wenn ihr gerade in der Diskussion ja, seid. Da möge ich euch ja nicht ab. Das stimmt. Aber so ein Timer im Hinterkopf rattert trotzdem hart. Okay. Wir sind voll daneben, ich hab da dem Gefühl. Daniel Craig ist genauso alt. Oh, das könnte, ist ja nicht jetzt auch? 50? Daniel Craig ist schon 50. Also doch 60er Jahre. Also eher nee, so muss nicht. Wir haben 2021. 1970 reicht ja Gillian auch schon. Gillian Anderson ist geboren im Jahre 1968. Ah. Das sind 25.000 Punkte Abzug für 5.000 pro Jahr. Von 73 ausgehend, das heißt, ihr seid auf 43.000 Punkte plus die 500, die ihr natürlich auch sicher habt.
Jetzt kommen wir ins Finale. Im Finale wird das so vonstatten gehen, dass ihr ein Bildchen bekommt von einer Person. Dann reden wir kurz da wieder drüber. Und dann wird quasi bekommt ihr einen Tipp. Ja, das wäre in dem Fall eine Lupe. Dann als zweiten Hinweis ein Lied und ach, den erzähle ich gleich. Aber ihr kriegt auf jeden Fall den Hinweis und dann müsst ihr das Alter schätzen. Wenn das Alter nicht haargenau getroffen wurde, werden ein Viertel eurer Punkte abgezogen. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Tipp. Und ihr müsst so lange raten, bis ihr quasi das richtige Geburtsjahr habt. Das oder vier keine Hinweise Punkte vorbei sind und dann habt ihr verloren mit 500 Punkten am Ende. Rest. Na, immerhin keine Null. Also das haben wir immerhin keine Nullrunde. Eine Nullrunde ist safe. Das heißt, ich kann schon mal den Rechner aufmachen. Vielleicht. Gib schon mal das Ja ein. Das wäre schön. Genau, tipp schon mal das Ja ein, aber auf dem anderen Bildschirm, bitte. Alter, so, 1854. 18.500. Nein, also. Wir jetzt haben kommt's als Person. Ja. Komm, jemand Bekanntes, den ich kenne. Irgendjemand Jungen. Das ist bestimmt wieder jemand Steinaltes. Oh. Scheiße. Den kenne ich aber irgendwo her. Diese aus irgendeiner Person. Serie oder so? Jared Padalecki. Oder Padalecki, keine Ahnung. Okay, kenne ich aus. Bekannt aus Supernatural. Naja, okay, kenne ich doch nicht. Sven guckt Folge aktuell Supernatural. gute Serie. Direkt zwei Leute raus. Also, ich würde sagen, der ist unser Alter. Ticken älter. Der sieht aus wie. Mal ganz kurz meine Facecam groß machen. Also, ich finde, der sieht ernsthaft so aus wie der wir. Der hat schon ein bisschen mehr Falt auf das Stirn, als ich das hinkriege. Nee, weil der die so runzelt. Wenn ich so ein bisschen runzel, ja, kriege ich das aber auch hin. Ja, wenn ich die runzel, kriege ich das nicht hin so. Ich würde sagen, der ist 2-3 Jährchen älter. 35. Von mir aus. Ich würde nicht sagen, dass der Anfang 30 ist. Ja, wäre ich aber auch cool mit. Also, das aber macht kriegt er, noch einen Tipp, also, er kriegt natürlich stimmt noch einen Tipp, na klar. 35 wäre aber fein für mich. Also irgendwie 86? Ja, irgendwie so roundabout. Ah, wobei, jetzt kommt der Megatipp. Weißt du, was jetzt gleich kommt? Jetzt zweites kommt Bild, da hat er auf einmal so einen langen, bärtigen, graue Haare. Alter. Jetzt kommt als zweites, als erster Hinweis bekommt ihr zweites Bild, ja? Das zeige ich euch jetzt mal. Ja, wow, mit Cappy. Was ist das für eine Frechheit für ein zweites Bild, Alter? Aber es ist besser auflösend. Aber man sieht, Also ich gebe euch nur mal das, ich glaube, der Rest ist irrelevant von ihm. Ganz kurz hier nochmal mein OBS-Fenster nehmen, wenn ich grinse. Habe ich das denn aus? Also seine Haut sieht noch sehr, sehr stabil aus, ne, so insgesamt. Ja, aber der so hat halt schon diese mehreren, diese Krähenfüße nennt man das. Ja, aber da kriege ich jetzt auch langsam, ne? Ja, ich muss kurz den Tipp geben, das erste Bild ist von Januar 2021, das jetzige Bild, was ihr seht, ist von Dezember 2020. Also ich glaube mit 35, 36 also sind wir da ganz gut. Ja, dann mir egal, choose eins von beiden. Ich übergebe dir die Geburtstag Verantwortung. Welches möchtet ihr nehmen? Wir nehmen, was haben wir gesagt? 86 wäre 35, ne? Ich bin 88, ne. Wobei, komm, wir gehen dadurch, dass wir jetzt Jahresanfang haben, wir mit Der ist 84, wäre der dann, Sepp. 84er Jahrgang. 86, dann wäre der nur 34. Stimmt, ich werde ja. Wir haben ja auch erst. Ja, ich wurde ja gerade erst älter, stimmt. Dann gehen wir mit. 85. Ihr schätzt ihn auf 35. Ja. Okay. Und hoffen einfach mal, dass er jetzt noch nicht Geburtstag hatte im bis Februar. Nein, das ist ja auch egal, ob ihr den auf 36 oder 35 tippt. Das ist wirklich ja komplett egal. Weil dann ist nämlich falsch. Es geht ums Geburtsjahr. Achso. 1985 ist... Oh, bitte einfach richtig. Bitte. Falsch. Nur peinliche... Oh. Das war ein Viertel der Punkte. Ja. Oh, das kann eigentlich nur schlimmer werden. Jetzt kommt als nächstes, denken wir, der ist über 40. Pass auf. Nee, der ist aber älter. Der ist dann von mir aus, ist der dann nicht 85, der ist dann 84. Ja. Ihr seid jetzt auf 32.250 Punkte. Plus die 500, die am Ende noch drauf kommen, wie immer. Da wird nichts Viertelmäßiges abgezogen. Ja? Okay, der nächste Tipp ist ein Lied. Wow. Oh Gott.
Und das kennt ihr. Ja. Das ist ein One-Hit-Wonder. Ja. Von der B-Platte des Original... Oh Gott. Was? Der Original-CD, glaube ich, wie sie ursprünglich war. Das habe ich mal irgendwo gehört in der ultimativen Chartshow oder sowas. Ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall ist der Interpret Survivor. Und das Lied Eye of the Tiger. Okay. Ja. Kann ich nichts mit anfangen. Das ist das Rocky-Lied. Aber das müsste aus den 80ern ja schon sein. Also 84 würde immer noch gut hinkommen, glaube ich. Oder 83? Ja, pass auf, aber das ist das Rocky-Lied. Ja, und? Kann ich trotzdem nichts mit anfangen. Ja, aber Rocky... Scheiße, Moment. Doch, Rocky... war... Welches Bild wollt ihr eigentlich sehen? Das ist mir egal. Moment, ganz kurz. Rocky war... Scheiße, Papa hat das so oft... Wir haben das so oft geguckt, den Film. Der hat da so viel drüber erzählt. Boah. Ja, also ich... Keine Ahnung. Wir können langsam Schritten älter gehen, Sepp. Ja, also 84 erst oder 83 schon? Ja, das ist mir egal. Ganz ehrlich, das kann auch sein, dass das... dass er 82 ist oder so. Irgendwie so Richtung die Richtung. Ja, dann so lass uns 83 springen, oder? Ja, wir können, ja, ey, ja, können machen, wie du möchtest. Also ist echt, keine Ahnung, ich weiß es halt nicht, ja? Es ist halt raten. Dann lass mal 83 nehmen. Dann nehmen wir 83. Wir müssen aber im Hinterkopf behalten, 84 haben wir übersprungen. Ja. 1983, schreibt mir die auch auf. Ich würde euch, glaube ich, auch... Ich würde euch nicht ins offene Messer laufen lassen. nee, das würde ich nicht. Weil 1983, so habt ihr noch nicht gesagt. So es ist eh irrelevant, denn ihr seid leider trotzdem falsch. Das war so klar. Dann... Konnte jetzt auch nicht sein. Mal, war da 32.215. Ups, fuck. Er gibt jetzt doch einen Tipp, wa? Der ist bestimmt 50 oder so. Wir sind einfach echt... Nee. Rocky ist Anfang der 80er. 24.188 Punkte habt ihr jetzt noch. Du hast ja nicht vergessen, Sylvester Stallone war da in dem Film drin, ja? Der war jung und knackig und geil. Ja, genau, aber der ist doch jetzt steinalt. Ja, aber der ist so alt wie mein Vater. Der nächste Hinweis ist dieser Film. Was? Ja, Spielberg-Film. Dann passt das immer noch mit den 80er Jahren. Poltergeist. Das ist in diesem... Ja, erschienen, wo... Also wir können 83... Was haben wir übersprungen? 84 haben wir übersprungen, 84 haben wir übersprungen. Ja, wir können 84 nehmen oder 82 oder 81. Ich bin fest davon überzeugt, dass er in den 80ern ist. Dann bin ich dafür... Also die 84 könnten wir schließen. Ich glaube, wir nehmen besser die 84. Sonst ärgern wir uns, wenn wir 82 nehmen, dann ärgern wir uns, dass wir die übersprungen haben. Gut. Und dann ist es nachher das Richtige, oder? Gut, nehmen wir 84. Nee, brauchen wir gar nicht lange. Wir haben uns entschieden 1984. Wir sind so nah dran. Wir 1984. Sind so nah dran. Ja. Diesem Jahr ist leider nicht Poltergeist erschienen. Oh nein. Und damit auch nicht Jared Padalecki geboren. Du kannst jetzt gerne einen neuen Tipp zeigen. Meine Antwort wird sein 1982 dann. Sicher, dass das nicht 86 dann ist? Nein, der 18.141 Rocky ist auf jeden Fall älter als ich. Deutlich. Das ist jetzt der letzte Hinweis, den ihr kriegt. Wenn ihr jetzt danach falsch seid, ist RIP. Ja? Ist eh schon RIP, ey. Wir sind... Aber das ist schon mal gar nicht so ein schlechter Tipp. Ja. Also, ist okay. Ereignis. Bei der 12. Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien gewinnt im Finale Italien mit 3:1 gegen Deutschland. Die italienische Fußballnationalmannschaft wird so zum dritten Mal Weltmeister. Okay, dann ist das eher 82 als 81, weil Fußball-Weltmeisterschaften sind 54, 64 immer in geraden Zahlen. Ja, und 74, oder nicht? 54, 74. Ja, ist 74. Doch egal, aber 81 nicht. Fußball-Weltmeisterschaften sind immer auf gerade. Ja, aber du kannst die dann auch durch vier teilen. Also es muss ein Vier-Jahres-Zyklus sein. Ach so, ja, dann 54, 58, 62, 66, 72, 72, 76, 82. Ja, dann... Nicht 54, oder? 74.
Bestehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch? Ja, aber ist doch egal, du kannst doch auch von 54 immer plus 4 rechnen. Von 54 immer plus 4 gerechnet, landest du trotzdem bei 1982. Ja, aber 74 wird da nicht passen. Das meine ich. Ja, dann ist es halt nicht 74. Oder das ist oder die 4 Jahre nach. Natürlich passt 74, sind genau 20 Jahre später. Hast du gerade 74 mit aufgehört? Ich hatte irgendwie 72 verstanden. Ja, dann aber nehmen wir das doch. Ja, dann muss dann das 82. Also, dann ist es nicht 81 auf jeden Fall. Dann ist es entweder 82 oder 86. Und das. Nee, 86 ist dann nicht sehr. Dafür nehme ich meine Hand sicher, ins Feuer. Dann nehmen wir 82. Dafür ist Rocky nicht zu alt. Dann nehmen wir das, Bram. Wir nehmen das. Ja, nehmen wir 82. Seid ihr da sicher? Nee. Ja. Also wir sind uns nicht sicher, also richtig ist, aber wir sind uns sicher, dass wir das nehmen. Ich habe den Tipp so wahrgenommen, wie ich es auch hätte tun können. Rechne, welches der Viererjahre denn das möglich ist. 82 ist definitiv ein richtiges Jahr für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Genauso das allerdings auch 78 oder 86. Ja. Einer der drei ist richtig. Nein, Rocky, Anfang der 80er. Oh, Bram, bitte nicht, lass es nicht 86 sein, dann drehe ich hier durch. 78 ist es nicht. Okay. Ja, und 86 ist das auf keinen Fall, dann ist okay für mich. Das ist richtig, Sepp. Jetzt weiß ich das. 86 ist das nicht. Rocky kam nicht so spät. Bitte. Ja, das ist safe, wir haben gewonnen. Dankeschön, Jay. Gib uns die Punkte, wie viel haben wir? Dann bin ich mir jetzt 100% sicher, dass Rocky nicht 86 rauskam. Rocky ist 76 erschienen. Ja, 1. Eye of the Tiger ist Rocky 3, mein Freund. Rocky 2 ist 1979 erschienen. Ja, dann passt das auch mit 82. Das kommt hin. Rocky 3, das Auge des Tigers, ist erschienen 1982. So nämlich. Niemals 86. Jared Sudeikis ist 1986. Dann nehme ich erstmal meine Nagelfeile und feile mir die Fingernägel, Junge. Nein, ihr habt recht, ihr habt recht, ihr habt recht. 1982 ist das Geburtsjahr von Jared Padalecki. Ja, was eine Geburt. Ihr habt es dann noch am Ende geschafft und habt 18.641 Points am Ende. Das ist gut, nice. Oder? Ihr habt bestimmt. Es gab definitiv schon bessere, aber es gab auch schon schlechtere. Okay. Das muss man an der Stelle definitiv sagen. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr zufrieden sein, hoffentlich mit eurer Leistung, denke ich. Ich bin sehr zufrieden. Danke, Bram. Ja, wie wär's bei euch gewesen, liebe Zuschauer? Wärt ihr genauso smart und klug gewesen wie die beiden? Na, lasst es uns wissen in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.